Herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Stefanie von istgrün.de hier mitten aus meiner Küche. Ich möchte heute was ganz Tolles mit dir machen. Und zwar haben wir gesammelt die Hexenzwiebel. Vielleicht kennst du es unter dem Begriff Waldknoblauch oder Bärlauch. Dieser unverwechselbare, tolle Geruch. Ich liebe ihn. Schade ist, wenn du ihn einfrierst, das Aroma, das verfliegt total schnell. Aber es gibt einen super Tipp, Aroma und Geschmack zu konservieren. Und zwar, wenn du frisches Bärlauchsalz machst. Genau das machen wir heute. Ich zeige dir mal, wie das geht. Das ist nämlich super easy. Du siehst, da hinten ist schon alles vorbereitet. Wir starten direkt los. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und ich hoffe, du probierst das auch mal aus. Wir beginnen zuerst, den Bärlauch richtig ordentlich zu waschen und legen ihn dann zum Trocknen auf ein sauberes Geschirrhandtuch. Nun geht es schon los. Du benötigst einen frisch gewaschenen, abgetrockneten Bärlauch, ein Wiegemesser, ein Stößel und ein gutes Salz. Ich habe mich hier für ein Meersalz ohne Rieselhilfen entschieden. Kleinere deinen frischen Bärlauch zuerst mit einer Schere schon mal grob vor und danach bearbeitest du ihn mit dem Wiegemesser und versuche ihn so fein wie möglich zu bekommen. Vermische nun den Bärlauch und das Salz ungefähr zu gleichen Teilen und beginne es zu verreiben. Wenn du fertig bist, verteile die fertige Masse auf einem Backblech und verteile es so dünn wie möglich, umso schneller bekommst du es getrocknet. Und jetzt ab in den Backofen. Vergiss nicht, einen Holzlöffel zwischen die Tür und den Backofen zu klemmen, damit die Feuchtigkeit entfleuchen kann. Mach hin und wieder eine Fühlprobe und schau nach, wie trocken dein Salz schon ist. Nun kommt das getrocknete Salz ab in eine große Schale, dann kannst du deine Gläser besser befüllen, ohne zu kleckern. Wow, ist das ein schönes Grün. Wenn dein Bärlauchsalz fertig ist, nach ca. 2 Stunden ist es getrocknet im Backofen, geht's ans Befüllen und dann kannst du es dir aussuchen, ob du dir kleine Gläser bevorzugst zum Verschenken, für dich selber diese größeren Gläser. Zum Beschriften kannst du zum Beispiel solche Aufkleber nehmen, die finde ich total klasse. Und dann gibt es ganz, ganz tolle Stifte. Ich liebe diese weißen Kreidestifte oder in Gold. Diese Kreidestifte eignen sich hervorragend fürs Datum, weil ich muss zugeben, das ist nicht ganz wischfest, das kannst du immer wieder benutzen, aber es sieht toll aus, wie früher in der Schule, mit Kreide gemalt. So, meine Lieben, das war's auch schon. Ich schnupper noch ein bisschen an meinem frischen Bärlauchsalz. Ich liebe diesen Geruch, es ist absolut toll. Und du kannst Knoblauch essen und du riechst nicht nach Knoblauch. Das finde ich so besonders toll. Schon wieder von Stefanie von istgrün.de. Ich bin jetzt fertig hier in meiner Küche. Ich packe jetzt ein, ich mache jetzt sauber, wobei du siehst, es ist eigentlich schon alles fertig. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich sage mal bis zum nächsten Video. Und denk dran, ich habe schon wieder ganz tolle Sachen geplant. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal, drück die Glocke und du wirst informiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!